Medium ugly, was ist das für eine Aussage? Ich habe eine komische Sache, ich bin da sehr eigenartig drin. Kann jeder ein Tiergeräusch machen? Was geht ab, liebe Freunde? Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wird wieder geblinddated. Bevor wir euch den Kandidaten zeigen, möchte ich euch darauf aufmerksam machen, dass ich seit neuestem einen Podcast habe. Und den könnt ihr euch gerne anhören auf Spotify, exklusiv als Videopodcast. Und wir waren in der ersten Woche schon Top 1 in den Podcast-Charts. Da bin ich sehr stolz drauf. Gemeinsam mit Laura Abler. Hier ist ein kleiner Trailer für euch. Wir sind Sedo. Hi. Und meine Wenigkeit, ich bin Laura. Denkst du, wir bumsen oder warum hast du die Tür so langsam? Oh nee, das ist ja das größte Ick, was ich in meinem Leben hatte. Darüber mache ich TikTok. Wir haben uns heute hier versammelt. Fünf wunderschöne Damen stehen hinterm Vorhang und wir haben einen bezaubernden Kandidat, den ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen habt. Und diesen Kandidaten stelle ich euch jetzt vor. Das ist Momo. Er ist bekannt geworden durch die DSDS-Staffel 2019. Dort hat er als Zuschauerliebling eine große Instagram-Community aufbauen können. Doch nicht nur auf Instagram ist er erfolgreich, auch seine Musikkarriere geht durch die Decke. Dieses Jahr hat er regelmäßig released und einige Konzerte gespielt. Letzte Woche erst releaste er seine neue Single Titanic. Doch gerade als Superstar ist es schwer, eine passende Partnerin zu finden. Mal sehen, ob heute hinterm Vorhang seine Traumfrau dabei ist. Was geht ab? Was geht, Brudi? Alles gut? Ja, bei dir? Freut mich, Alter. Schön, dass du da bist. Boah, schöner Vorhang. Was dahinter ist, noch viel schöner, vertrau mir. Ja, ja, wir haben geisteskrank gecastet für dich. Ich muss erst zugeben, du hast hohe Ansprüche, ne? Ich hab sowas noch nie gemacht, ne? Ja? Erstmal. Bist du nervös? Erstmal so ein Dating-Ding. Bist du nervös? Ja, ich bin nervös. Ja? Ja. Schwitzt du? Nein. Ja, das ist doch schon mal gut. Auch nicht. Er bockt nicht, wenn du jetzt hier neben mir alles voll stinkst, weißt aber du? Mein Schweiß riecht gut, Bruder. Ja? So nach Pfefferminz. Komm, scheiß drauf. Dreh dich einmal um, wir machen den Vorhang hoch. Runde 1. Momo, du darfst dich umdrehen. Hast du Plan von Mode? Bruder, eigentlich nicht so, ja? So wie du aussiehst, ne? Nee. Spaß, aber legst du Wert auf Schuhe? Boah, geht auch. Wir hatten ja auch ein paar Fußfetischisten, ne? Ehrlich? Ja, magst du Füße? Nee, eigentlich neutral, Bruder. So. Gut, ist vom Ding her eigentlich relativ sympathisch, weil die Fußfetischisten kamen nie gut an. Ja? Nee. Ich achte gar nicht auf Schuhe, ja, muss ich echt zugeben. Ja, aber was sehen wir hier? Sneaker auf ganz ja, basic, so entspannt. Geil, so eine breite Hose so. Genau, diese locker flockige Style, kennst du doch, ne? Dann die Kandidatin Nummer 2, das sind Jordans, oder? Ja. Ja, da ist ein Basketballer drauf. Ist Jordan, ja. Die 3 ist ein bisschen auf eleganter angehaucht. Die 4, die schießt komplett den Bock ab. Ne? Ich habe die Hose, Schuhe gesehen, die Jeans-Dings musste Hose haben. Passt perfekt zu den Schuhen aber auch, ja. Sehr stark. Und die Nummer 5 ist auf, sag mal, diese Jogging-Schuhe, weißt du, so auf den, auf locker flockig, Skate-Schuhe, kann man das so nennen. Du bist mit clean Air Force hier, ja? Was hast du dir dabei gedacht? Was hast du dir bei deinem Outfit gedacht? Bei meinem Outfit, also ich liebe auffällig, deswegen habe ich eine pinke Jacke an. Die Brille passt zur Jacke und weiße Schuhe, die passen halt immer so. Da macht man nie was falsch eigentlich. Was willst du schon mal direkt eine Frage raushauen? Willst du die Kandidaten mal kennenlernen? Was? Ja, ich würde ganz einfach anfangen. Einmal bitte euren Namen, wie alt ihr seid und was eure Hobbys sind. Ja, ein paar Minderjährige dabei leider. Ja? Mhm. Ehrlich? Nein, bist du doof. Oh. Ja, ehrlich? Okay, Name, Alter, Hobby. Wir fangen bei der 5 an. Ich bin die Marina, ich bin 23 Jahre alt und ich gehe ins Gym, mache Kickboxen und gehe gern tanzen. Kickboxen ist geil. Okay, Kandidatin Nummer 4. Ich bin Jennifer, ich komme aus Bochum, ich bin Krankenschwester, ich arbeite sehr viel, trotzdem tanze ich sehr, sehr viel in meiner Freizeit. Oh, wir haben Tänzer hier, ne? Geil. Nummer 3. Ich bin die Sarah, bin 24 Jahre alt und in meiner Freizeit streame ich und zocke gerne. Was zockst du? GTA RP und Warzone. Tja, wo man so mit Stimme redet und so, ne? Ja. Hey, warum nimmst du mich jetzt fest? Lass mal so einen Dialog kurz machen. Ich bin in einem Polizeiauto und du willst das Auto haben. Ich fahre jetzt. Bitte rechts ranfahren, einmal aussteigen, bitte. Nö. Reiß. Okay, Kandidatin Nummer 2. Mein Name ist Sophie, ich bin 20 Jahre alt und meine Hobbys sind Gym, Reisen und Kochen. Ich koche voll gern. Okay, geil. Kandidatin Nummer 1. Ich bin Lynn, hi. Ich bin 21 Jahre alt und ich mache Leichtathletik. Weißt du, was mich richtig freut? Es kam kein einziges Mal, ja, ich gehe gern mit meinen Freunden raus. Ja. Das ist so diese, was sind deine Hobbys? Ja, ich chill gern mit meinen Freunden. No, wer chillt nicht gern mit seinen Freunden, lo? Wir haben tolle Antworten bekommen. Ich habe gemerkt, bei Kochen hast du dein Herz ist kurz warm geworden, ne? Ja. Bist du so, magst du von Mama bekocht werden? Ja, Bruder, ich liebe bekocht werden. Ja, aber
Das Ding ist, ey, ich kann mir das alles nicht merken. Ich habe alles schon wieder vergessen. Aber ich habe mir ein paar Sachen gemerkt, die sind auf jeden Fall alle sportlich. Ich habe einer hier aus Bochum, habe ich gehört, das ist in meiner Nähe. Ist schon mal gut. Hast du schon mal eine Fernbeziehung? Nee. Bockt auch nicht, ne? Nee, will ich auch gar nicht. Mhm. Deshalb, da muss eigentlich, alle müssen raus, Bochum bleibt drin, da haben wir das Ding geklärt. Ja, schnelle Folge, machen wir schnelle. So. Nee, du musst dir, wenn du dir die Sachen nicht merken kannst, merk dir einfach, was dir sympathisch war. Und ja, wer dir sympathisch war, safe, die tust du einfach schon mal eine Runde weiter. Nenn mir zum Beispiel jetzt mal ein, zwei Leute, wo du sagst, ohne Diskussion, eine Runde weiter. War dir sympathisch? Ohne Diskussion? Mhm. Fünf. Die fünf das ist war eine so, Runde weiter? Das war so, ich mag das, wenn man so viel macht, weißt du? Mhm. So. Geil. Viele Hobbys, die zwei mit dem Kochen, habt ihr auch so ein bisschen das Gefühl. Aber ich will dir jetzt auch nicht reinreden. So nein, nein. Ja, kochen, doch, kochen ist was Schönes. Könnt ihr alle kochen? Nummer eins? Ja, safe. Nummer drei? Ja. Nummer vier? Ich koche jeden Tag. Was kochst du so? Unterschiedlich. Also momentan viel Hähnchen, weil ich seit zwei Wochen angefangen habe zu trainieren. aber sonst alles russische Küche, ganz viel. Also wir sind Russen zu Hause. Und alles, was Mama mir so mitgegeben hat damals. Nummer 5? Ja, aber ich kann noch besser backen. Okay, auch gut, ja. Ein bisschen süß, ne? Die Süße. Okay, ne? Was nimmst du mit? Nummer 5 ist weiter. Ja, Nummer 4 auch? Die Nummer 3 auch weiter? Mhm. Jetzt musst du langsam machen, ne? Ja, jetzt muss ich nicht chillen. Jetzt kannst du nur Fehler machen, so. Die Frage geht an Nummer 1 und Nummer 2. Wie sieht euer perfekter Samstagabend aus? Nummer 1. Also ich mag gerne Abwechslung an sich. Also ich mag es schon gerne ab und zu feiern zu gehen, aber am allerliebsten bin ich dann, glaube ich, zu Hause. Und ich finde es am coolsten, wenn man da mit ein paar Freunden ist, vielleicht was zusammen kocht oder vielleicht auch eine Kleinigkeit zusammen trinkt und dann einfach einen entspannten Abend zu Hause hat. So ein Vino sage ich Nino, ne? Ja, zum Beispiel. Genau, aber wenn man jetzt einen Partner hätte, dann gerne natürlich danach noch mit ihm Zeit verbringen. Auch haben dann, ne? Vielleicht. Ja. Hm. Nummer 2? Bei mir ist es tatsächlich relativ ähnlich. Ich würde wahrscheinlich vielleicht noch ins Gym gehen frühs und dann, ja, irgendwie ins Restaurant oder so mit ein paar Freunden, da was essen, vielleicht irgendwie Kartenspiel, keine Ahnung, noch irgendwo in eine Bar. Je nachdem, wie man halt Lust hat, also wie die anderen auch eingestimmt sind so. Also beides nicht so die Party-Kracher so? Die haben sich beide voll süß an, ja, voll schwer. Ja, so. Bruder, du kannst auch einen Safe wieder rausnehmen. Wenn die beiden doch drin haben willst, musst du einfach so einmal das System drehen so. Boah, juch. Muss ich mich entscheiden? Langsam, aber sicher. Scheiße, ey. Wir können auch alles nochmal über Bord werfen. Du sagst einfach, machst Augen zu, sagst einfach die Zahl, bei der du einfach das schlechteste Bauchgefühl hast. Also ich sag jetzt den Namen, den ich raushaben will. Ja. Okay. Weißt du den Namen noch? Nein, nein, die Zahl. Ja, okay. Die 2. Wayo. Hi. Hi. Sophie. Hi, Sophie. Ja. Schade. Ja. Hi, Cedric. Freut mich, schön, dass du da bist. Ja, wie läuft's? Eine kurze Runde, aber war okay. Ja, müssen sie wieder zurückschicken. Ja. Ja, scheiße. Ja, man hat nur die Schuhe gesehen und nur die Stimmen gehört. Es war nicht so einfach. Ja, alles gut. Schade. Kein Thema, ich nehm's nicht persönlich. Aber du kannst jetzt kurz Hand aufs Herz, ne? Ehrlich, ne? Weil wir gehen ja auf oberflächlich, ne? Sag mal kurz. Oberflächlich. Kannst du ruhig sagen. Hässlich. Ja. Wow, hässlich wäre krass. Einfach so, ja, ist hässlich. Ja, also, ja. Nicht, so. Nicht ihr Typ. Nee. Was ist dein Type? Boah, eigentlich so medium ugly, ein bisschen groß. Und medium ugly? Was ist das für eine Aussage? Medium ugly? Was heißt das? Also so. Na, ein Typ, der nicht zu schön ist. So. Also so kein Schönling, so weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Aaron? Die Mädels kennen das so. Das ist so ein typischer Begriff, das ist eigentlich voll läufig. So okay, jetzt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr verstanden habt, was medium ugly bedeutet. Medium ugly. Und dir vielen Dank fürs dabei sein. Gerne, danke nochmal. Dankeschön. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Bist traurig? Ist eine Süße, ja. Hm. Aber Schicksal, ne? Schicksal. Einfach auf Schicksal schieben. Runde 2. Okay, Mo, du hast dich jetzt einmal umdrehen. Und jetzt erkennt man wirklich schon einiges. Jo. Also da ist schon wirklich, Wir haben sehr gute Styles dabei. Ich würde bei 3 sogar sagen, das ist so ein Feiern-Gehen-Outfit so ein bisschen, ne? So vom Ding her. Nummer 1, wie gecallt, wie wir gesagt haben, diese Baggy. Richtige Models hier, ja? Ja. Ja, bist du überfordert oder was? Ich bin überfordert. Wir haben da hinten Tattoos. Nummer 4, wie viele Tattoos hast du? Boah, einige. Ich glaube 8 oder 9 Stück. Aber was steht auf deinem Bein? You? You and me steht hier. You and me. Hier steht nichts ist für die Ewigkeit. Niente eterno. Ah.
Oder ist das auch auf Beziehungen bezogen? Nein. Was hast du hier, Sprache? Spanisch, Italienisch? Das ist hier Spanisch, ja. Geil. Genau. Nummer 5, was geht bei dir so? Wie geht's dir? Gut. Dir? Ja, boah, bei mir alles. Hast du beim Alten, ne? So alles, ja. Ich mag ihre Ringe und so Armbänder, die sind so bei der 5. Finde ich cool. Auch Bauchnabelpiercing, ne? Alles am Start hier, alles mitgenommen, was geht. So, ich mache Musik und deswegen ist mir Musik sehr wichtig. Wie, du machst Musik? Sing mal? Nein. Ja, sing mal. Oder? Ja, sing kurz. Was soll ich singen? Ja, deinen neuesten Song. Okay. Ich weiß, ich hab gesagt, oh na na na, du wärst mir scheißegal, oh na na na, doch niemand ist mir wie du, so na na na. Warum tun wir uns das an, oh na na na. Sollen wir rummachen? Ja. Ja, hast du gut gemacht, sag dir ehrlich, schön. Danke. Ja, toll. Schaut bei Momo Spotify vorbei. Aber Dings, du brauchst eine Frau, die deine Musik auch fühlt, ne? Nein, meine Musik muss sie nicht fühlen. Warum nicht? Boah, das bockt nicht, wenn man eine Freundin hat, die einen nicht supportet. Ja, nein, supporten ist was anderes, aber es wäre schon, die muss mich doch nicht hören. Ja, dann stell deine Frage zu Ende. So, welche Musikrichtung hört ihr und warum? Nummer 1. Ich höre verschiedene Musik, einfach je nach Stimmung. Aber meistens höre ich so entspannten Rap oder Hip-Hop. Nummer 3. Ich höre gern Deutschrap, ausschließlich eigentlich, also sowas wie Jamul oder Yakari feiere ich. Und warum? Mir gefällt es einfach, also ich fühle das. Und ich finde toll, wenn man sich mit Musik halt irgendwo auch identifizieren kann. Ist Yakari nicht so ein kleiner Junge mit so einem Pferd, so ein schneller Donner oder Blitz? Nein, der heißt so, als Künstlername hat er sich diesen Namen gegeben. Ah, okay. Der ist auch ziemlich neu jetzt. Krass, ihr kennt ihn nicht. Das ist einer, der so gerade die ganze Deutschrap-Szene disst. Ja? Mhm. Ja. Nummer 4? Ich höre auch unterschiedlich. Ich höre viel Dancehall, Latino, alleine aus dem Grund, dass ich halt tanze. Und so, wenn ich zu Hause bin, höre ich auch viel russisch entspannt Rap beispielsweise. Ich höre aber auch sehr gern R&B und Oldies, so 90s. Sie hat alles auf gut Deutsch. Ja, also sehr viel alles außer Schlager. Also Schlager geht gar nicht. Genau. Nummer 5? Also ich höre auch sau viel Verschiedenes, hauptsächlich so Rap, Trap, Afrobeats. Aber ich kann auch zu Techno abgehen und auch normale Musik, also alles eigentlich so, wo man halt tanzen kann. Also Schlager geht zum Beispiel gar nicht für mich. Das, keine Ahnung, ist für mich so irgendwie, wenn dazu so jemand laut mitsingt und so, ist für mich so, Ja, was hörst du für Musik? Auch so R&B, Piano Beats bin ich richtiger Fan, klare Stimmen. Also da war jetzt nicht... Make me harder. Ach, scheiß drauf. Ich glaube, die Mädels können das besser. Kann jetzt jemand tanzen? Nummer 4 zum Beispiel? Ja. Make me sweat. Nein, nein. Ja, wir machen Tanzen später, das ist jetzt noch nicht dran. Ja. Was sagst du? Erstmal zu den Outfits. Sag mal einmal kurz, Outfit jetzt. Du würdest jetzt auf der Straße rumlaufen, du siehst nur diesen halben Körper, warum auch immer. Was würde dich am ehesten ansprechen? Einfach nur dem, also was würde dich einmal am ehesten ansprechen? Also 1 und 4. Also alle sind krass, aber die sind halt so, wo man sagen würde, okay, so, das ist so stylisch und das andere ist so eher so anziehend. Mhm. Ja. Gehst du mit dem Outfit feiern, Nummer 4? Ja, warum nicht? Warum nicht? Also ich würde damit jetzt, glaube ich, mit so einem Ledermantel drüber, würde ich so ins Restaurant gehen, eher, glaube ich. Okay. Ja. Ja, gut. Ledermantel drüber, das heißt, oben ist die auch weniger. Denkst du? Ja, wenn ihr es gerade so sagt mit Lederjacke, dann ist die safe. 1 und 1 = 2, ne? Ja, ja. Shit. Ja, okay. Stell noch eine schnelle Frage und dann entscheid dich. Eine schnelle Frage? Ja. Ich habe eine komische Sache. Ich bin da sehr eigenartig drin. Guck mal, ne? Wie soll ich das sagen? Einfach raushauen? Ja. Kann jeder ein Tiergeräusch machen? Ja. Ja. Okay, Nummer 5 fängt an. Mäh. Nummer 4. Oh. Nummer 3. Nummer 3. Warte, du musst mir kurz erklären, was für ein Tier das sein soll. Eine Seerobbe oder ein Walross? Okay, mal nochmal. Oh, oh, oh. Nummer 1. Mu. Voll sympathisch, ja. Die Paula ist eine Kuh. Die macht nicht ein. Jetzt mach du ein. Ich mag Hühner, Bruder. Ey. Echt jetzt? Ja. Oh nein. Warum isst du die dann? Ja, deswegen mag ich ja Hühner. Wow. Nein, Spaß. Ja. Boah, das war schwer. Ja, aber ich habe, ein paar Sachen habe ich rausgefunden auf jeden Fall. Ja? Ja. Aber du bist der datet. Ich wüsste jetzt. Also bei der 4 fand ich krass, dass sie direkt ohne Überlegen so bam rausgehauen hat, weißt du? Das hat die sehr sympathisch gemacht. Also ist die weiter? Die ist für mich weiter. Super. Wer ist noch weiter? Boah, Bruder. Die 3, weil das war so. Das war schon kreativ. Die war so nervös, kreativ, ja, so schüchtern, so, weißt du? War schon stark, ja.
So. Jetzt haben wir die 1 und die 5, ne? Schwierig. Du kannst erklären, warum du sie rauswählst? Boah, Bruder. Ich will ja nicht, ja. Ja. Okay, darf ich noch eine ganz schnelle Frage stellen? Ja, klar. Was ist eure größte Schwäche an 5 und 1? Vielleicht manchmal ein bisschen ungeduldig. Okay, Nummer 1? Ich würde sagen, ich bin manchmal ein bisschen empfindlich, weil ich so empathisch bin. Das waren so süße Schwächen. Ja. Das sind keine Schwächen. Das ist ja. So. Also es sind Schwächen, ja. Ich will es jetzt nicht kleinreden, aber es sind so Schwächen. Was ist deine größte Schwäche? Ich kann kein Englisch. Er kann wirklich kein Englisch. Stell dich mal auf Englisch vor. Hello, my name is Momo. How are you? And, oh, nice that you're here today. Do you like the weather? Yeah. Where do you want to go on vacation? Was? Wann ich in Urlaub will? Wann? Wohin? Bali. In English, please. Bali. Das ist nicht Englisch, Bali. 1 und 5. Mach kurz den Prozess. Ja. Zack, bam. Ja. 5. Okay. Ich war noch gut. Bruder, ich weiß nicht warum. Okay, ja, fünf. Nummer 5. Darfst gerne einmal zu uns kommen. Hallo. Hallo. Hi. Was geht? Hi. Wie heißt du? Du hast vorhin schon deinen Namen gesagt, ne? Ja, Marina, hi. Marina? Ja, schon. Was geht? Was machst du? Voll die Süße, ja. Ich kann auch kein Englisch, also. Echt? Ja. Ehrlich? Also ein bisschen. So Schulenglisch halt. Ja, aber Schulenglisch ist ja eigentlich schon stark. Ja, halt so von früher so. Ja, ja. Woher kommst du? Du hast so einen Dialekt. Bayern, also Fränkisch. Wie findest du ihn? Stabil. Echt? Ja? Ja, ich kenne ihn halt so, ne? Süß. Also halt vom Sehen oder halt so Insta und so. Ja. Schön. Leider kein Perfect Match. Danke dir fürs Dabeisein. Dankeschön. War cool, ciao. Ciao. Runde 3. Okay, Momo, du darfst dich einmal umdrehen. Wir haben jetzt die kompletten Outfits am Start. Also du hattest bei Nummer 4 auf jeden Fall nicht recht. Das würde ich jetzt nicht als leicht bekleidet sehen. Nee, aber passt. Mag ich. Dann haben wir, das ist, ihr habt fast das gleiche Oberteil an, nur in einer anderen Farbe, Nummer 1 und 4. Crazy. Ey, das ist so verrückt. Oh Fast. Mein Gott. Wow. Nummer 3 hat halt Dings, diese Dings. T-Shirt halt, ne? Ja. Was hast du dir da bei deinem Outfit gedacht, Nummer 3? Das spiegelt meine Persönlichkeit wieder, weil ich oben halt eher lässig bin und unten halt doch dann etwas schicker, weil ich habe zwei Seiten an mir und das ist meine Persönlichkeit. Da hast du mehrere Persönlichkeiten? Ich bin nicht schizophren, nein. das nicht, aber es ist einfach so. Wie gesagt, ich bin halt auch, ich zocke, also ist halt eher so ganz entspannt, ganz cool. So. Mhm. Ich kann auch der beste Freund sein, aber halt auch, ich kann schick rausgehen und feiern gehen. Zockst du? Ja, in letzter Zeit mit meinem Manager zocke ich immer Fortnite. Stark. Okay, ja. Kann jeder einmal so für ein paar Sekunden ein bisschen dancen? Dance Moves raushauen. Wir fangen bei Nummer 4 an. Ich brauche Musik. Jetzt musst du Musik machen, Bruder. Ich kann nicht mehr. Mein Luft ist okay. Raus. Okay, Nummer 3. Fühle ich nicht gerade. Okay, ja. Nummer 1. Sorry, ich bin auch voll langweilig. Nein, das ist nicht langweilig. Ich finde das süß. Okay. Glaub mir, diese Reaktion ist auch eine gute Reaktion. Also alles gut, macht euch keinen Kopf. Okay, danke. Voll süß. Willst du ein bisschen in diese Tiefgründige gehen jetzt? Ja. Die Frau fürs Leben findet man nicht mit Hans Moves. Ja, ja. Wann habt ihr zuletzt geweint und warum? Das ist eine richtig gute Frage. Die Spoiler, die beantworten wir in unserem Podcast, glaube ich, auch. Aber das kommt erst in Zukunft. Nummer 4. Okay, also zuletzt habe ich geweint. Ich bin in Bochum Krankenschwester und ich habe palliativ gearbeitet. Das bedeutet, man hat keine Heilungsmöglichkeiten mehr. Da war eine besonders junge Frau, die hatte einen kleinen Sohn. Und sie musste halt dementsprechend zeitnah irgendwann gehen, weil alle Medikamente abgesetzt worden sind. Und ihre Schwester ist halt total weinend in meine Arme gekommen und meinte halt ganz oft zu mir, dass die Schwester, die Patientin, nur die Augen öffnet, wenn ich reinkomme. Und das hat mich total berührt, da kamen mir halt Tränen. Und verständlich. Der aktuelle Zustand auf der Welt, der macht einen halt schon irgendwie zu schaffen, ne? Mhm. Ja. Nummer 3? Bei mir ist das tatsächlich so gewesen, beim Zocken.
habe ich, da war jetzt so ein Halloween-Event. Ich habe jemanden umgebracht, da musst du weinen. Nein, das war total verrückt, weil wir saßen in so einem Kreis und dann sind da komische Geräusche abgespielt worden. Dann wurden wir verfolgt und ich war da irgendwie ein bisschen emotional irgendwie gefangen. Und dann hatte ich tatsächlich Angst. Also ich weiß auch nicht, es war irgendwie ein bisschen gruselig. Und da musste ich einfach weinen, ja. Wann war das? Das war vor 3 Tagen. Nummer 1? Bei mir war es letztens wegen einer Freundin, weil sie erzählt hatte, dass sich ihr Freund von ihr getrennt hat. Und es war auf eine sehr unschöne Art. Oh nein. Und ja, passiert, ne? Ja, und ich kann es nicht so gut sehen, wenn Leute weinen, die ich gerne mag. Und deswegen habe ich dann einfach direkt mitgeweint. Das sind immer die guten Menschen, ja. Genau so. Ja, sag ich doch, die guten Menschen. Danke, ja. Warum hast du die Frage gestellt? Wolltest du wissen, ob die Mädels da mal emotional sind? Ja. Bist du emotional? Sagt, ich bin auch emotional, ja. Weinst du auf Hochzeiten? Also gestern hat meine Schwester geheiratet, da habe ich geweint, ja. Ja? Ja. Ich habe auch bei meinem Bruder auch, muss ich auch weinen. Das war schon krass. War schon stark, oder? Ja, Mann. Ja, wir sind alle emotional. Die einen beim Zocken, die anderen halt. So, Mädels, wie steht ihr dazu? Also würdet ihr in einer Beziehung noch einen besten Freund haben wollen? Ist ein bester Freund in Beziehungen okay? Ah, danke. Hm. Besser formuliert. Okay, Nummer 1. Ja, ich habe einen besten Freund, auch schon sehr lange. Und auch schon während mehrerer Beziehungen. Und das hat auch alles immer gut geklappt. Deswegen würde ich die Freundschaft nicht für eine Beziehung aufgeben wollen. Nummer 3? Ich habe keinen besten Freund. Aber generell würde das mich nicht stören. Also ich bin da eh nicht so eifersüchtig. Geht das alles ziemlich entspannt an. Und ich denke mal, wenn man weiß, wo man hingehört, dann ist es eigentlich egal, wer an deiner Seite ist. Mhm. Nummer 4? Also ich habe auch einen besten Freund. Es ist halt immer ganz wichtig, dass man seinen Selbstwert kennt und ganz wichtig, wenn man in einer Beziehung ist, dass man ganz oft was gemeinsam macht, damit der Partner ja auch mit dem besten Freund in Kontakt tritt und dem quasi die Sicherheit vermittelt wird. Mhm. Hast du eine beste Freundin? Nö, habe ich nicht. Hast du was dagegen, wenn sie einen besten Freund hätte? Boah, das ist schwierig, Alter. Also ich du muss, hast die Frage schon ja, ja. Mit Hintergrund gestellt. Ja, ja. Also, ne? ich persönlich, so wenn ich jetzt jemanden kennenlerne und mit ihr zusammenlernen will, ist für mich ganz klar, ich will so ihr bester Freund sein, weißt du? Ich will die erste Anlaufstelle sein. Ich will die sein, mit denen sie alles erleben will und nicht ihr bester Freund, weißt du? Mhm. Meistens suchen die mal das Gespräch mit dem besten Freund anstatt mit dem festen Freund. Und das ist, boah, das ist kompliziert. Aber der Partner ist immer auf Punkto 1. Also ist ja immer Prio. Ja. Und der Partner ist ja nicht nur der Partner. Und wenn man ein Problem hat, sollte man das ja sowieso mit dem Partner quasi besprechen, weil das bester Freund Partner ist. Kollege, alles, ne? Hm. Ja, das sind gute Argumente, ja. Ja, und jetzt Spaß beiseite. Wen willst du raushaben? Oh, boah. Anhand der Antworten und der Outfits kannst du dir... Also ich muss dir die Zahl sagen, die rausfliegt. Ja. 3. Nummer 3 darfst gerne einmal nach vorne kommen. Und dann erklärt dir der Momo, warum er dich rausgewählt hat. Hi. Hi. Was geht? Hi. So, hi. Momo, freut mich. Cedric, freut mich. Momo, warum hast du sie rausgewählt? Warum? Ja. Weil, ey, das ist halt schwierig, Bauchgefühl einfach, ja. Ja, ist nicht schlimm, alles gut. Ja. Schöne Augen. Was zockst du? Ja, Warzone. Grün, ne? Und, ja. Ich mag grün. Danke. Sind das keine Kontaktlinsen? Nein. Krass. Ich dachte bis jetzt die ganze Zeit, das sind Kontaktlinsen tatsächlich. Nee. Also Warzone LP und was sich halt so anbietet. Stimmt, also es kommt immer gesagt, drauf ja. an, je nachdem, worauf ich halt Bock habe. Wie heißt du auf Twitch? Schreib mal in die Kamera. Sarah_M_Ross. Also Sarah_M_Ross, liebe Freunde. Abchecken, aber wir zocken zusammen, oder? Ja, können wir machen, kein Problem. Wie oft gehst du live? Ich habe 2 Streaming-Tage, der Mittwoch und den Sonntag. Danke dir fürs Mitmachen. Danke, ciao. Ciao. Das Finale. 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 Okay, wir haben einmal Kandidatin Nummer 1. Ich möchte dich erinnern, sie kann kochen. Kandidatin Nummer 4 kann auch kochen. Kandidatin Nummer 4 tanzt gerne. Und viel. Kandidatin Nummer 1 verbringt ihren Samstagabend am liebsten zu Hause. Gemütlich, zu Vino sag ich Samanino. Kochen mit Freundinnen, dies, das. Kandidatin Nummer 1, hast du Tattoos? Nein, aber ich möchte gern welche. Wo? Verschieden, also an den Armen gerne. So kleine mäßig? Ja, genau, so kleine. Mhm. Arm, Oberkörper. Also Kandidatin 1 hat noch keine Tattoos? Ich habe auch keine übrigens. Und Kandidatin Nummer 4 hat 8, ne? Ja, ich glaube, es sind 8. 8 oder 9. Alter, wow, oder? Ja. Wir haben jetzt hier tatsächlich braun und blond. Ja. Ist das für dich ein Ding? Also gibt's da so, hast du so einen Type-mäßig braun-blond? Nee, ist eigentlich so offen. Ja? Ja. Also, deine letzte Ex-Freundin, was hat sie für eine Haarfarbe? Brunett. Hm. Wenn ihr ohne Erklärung festgenommen werden würdet, was würden eure Freunde denken, was es sein könnte? Warum seid ihr
In Hubs Nummer 4? Irgendwas mit dem Auto vielleicht. Wie? Nein, was fährst du für ein Auto? Nein, ich fahre einen Opel Corsa. Mhm. Aber vielleicht bin ich einfach viel zu schnell gefahren. Oder habe vielleicht ein Auto oder so gerammt und bin weggefahren oder so. Aber nichts jetzt Hochkriminelles, auf gar keinen Fall. Langweilig. Hallo? Nein, Spaß, voll gut. Immer stay vorbildlich. Man muss ja nicht kriminell sein. Nein. Was die Freunde denken würden. Also, ich denke bei mir auf jeden Fall mit dem Auto irgendwann. Ja. Okay, Nummer 1. Mir wäre es wahrscheinlich auch nichts Hochkriminelles, aber vielleicht sowas wie Ruhestörung oder so, oder dass ich vielleicht ein bisschen laut rumgeschrien habe. Warte, warum schreist du? Wann schreist du? Ja, so aus Spaß beim Trinken vielleicht mal. Nicht regelmäßig, aber ich könnte mir sonst tatsächlich nichts vorstellen. Da, wenn man wegen Ruhestörung in den Knast kommt, dann ist hart. Das ist echt hart. Das ist diese andere Ruhestörung, ne? Die kommen so vorbei und die schreit einfach weiter. Ja, ich will nicht! Ja, okay, das war, warum würdest du, was denken würden deine Freunde denken? Vorhin habe ich das im Auto gestellt, die Frage, was die denken würden. Mhm. Da hat einfach der Kluge gesagt, Belästigung. Oha. Kann ich raus? Aber ich hab's nicht verstanden, warum? Hätte ich das nicht sagen sollen? Nee, eher nicht. Ah, da meinte ich dieses Belästigung. Ach so. Er meint so, weil ich so aufgedreht bin und so. Und dann, weißt du? Und dann, hey, lass mich mal in Ruhe. Und ich so, nein. Ach so. Ja. Ich glaube, dieses Belästigung meinte, weißt du? Ah, okay. Mhm. Ja. Ja, gut, dann hast du ja nochmal alles. Also Glück gehabt. Ja, ich bin lieber, keine Sorge. Willst du noch eine Frage stellen? Ja, du musst die Mädels noch richtig kennenlernen. So. Was arbeitet ihr, Nummer 1? Oder was macht ihr beruflich, schulisch, Nummer 1? Also ich studiere Psychologie in Köln und nebenbei arbeite ich in einer Bar. Nummer 4? Ich arbeite... Ach stimmt, hat sie schon gesagt, oder? ...als Krankenschwester in der Uniklinik in Bochum. Ja. Und nebenbei arbeite ich tatsächlich auch in der Pflege. Da bin ich in Psychiatrien eingesetzt, Pädiatrie, das ist also mit Kindern, unterschiedlich halt immer, aber ganz viel mit Menschen. Mhm. Und mein Ziel ist es halt, irgendwann Ärztin zu werden. Medizinstudium peile ich eventuell irgendwann an. Mal schauen, wie das wird. Ich sag dir ehrlich, die werden beide sehr erfolgreich, ne? Jojo. Das merkt man so ein bisschen. Ich mag das, die wissen, wie die sich zu artikulieren haben, weißt du? Nicht so wie du, ne? Ja, Mann. Ich brauch sowas. Könnt ihr Englisch? Ich brauch sowas, die mir ab und zu mal so... Du brauchst eine Frau, die für dich spricht, ne? Nein, doch nicht. Nein, ich muss immer reden. Ich bin hier der Selbstbewusste. Ja, toll, Momo. Nein, wir müssen noch eine Frage stellen. Ja, könnt ihr singen? Nummer 1. Aha, nein, das wissen die nicht. Nee, ich kann leider nicht singen, aber ich kann Klavier spielen tatsächlich. Das ist Nummer 4? Ich kann auch nicht singen. Also ich habe mal gesungen tatsächlich. Meine Schwester kann gut singen. Und wir spielen auch in der Familie alle Klavier. Oha. Die betteln sich hier. Die betteln sich richtig. Wow, keine kann Plus machen, weil beide die ganze Zeit Plus machen. Plus. Das kann man noch fragen. Guck dir gerne Trash-TV, Nummer 1. Unnormal gerne, ja. Nummer 4. Es geht. Also ich halte da jetzt nicht so viel von. Was würdest du davon halten, wenn dein zukünftiger Freund bei einer Reality-TV-Serie mitmacht? Boah, also wäre das sowas wie, heißt das, Are You The One oder sowas? Ganz ehrlich, nee. Ich glaube, das würden meine Eltern auch gar nicht akzeptieren. Ja. So. Wo warst du nochmal? Was war das? Boah, das ist so lange her, ey. Ja, was war das nochmal? Kampf der Reality Stars. Kampf der Reality Stars. Ja, okay, das ist aber... Kein Dating-Format. Ja, hattest genau. Du da Beef? Ja. Echt? Ja. Mit wem? Du hast sogar eine Story hochgeladen. Ich weiß es aber nicht. Hast dich so voll gefeiert. Oh. Ich weiß es nicht mehr. Mit diesem Sam Dillon hieß der, war mir Kopf an Kopf. Ah. Ja. Boah. Also, ihr habt hier... Aber da habe ich mich für eine Frau eingesetzt, weil die am Wein war. Sehr gut. Oh, Maus. Ey. Schön. Danke. Für welche Frau willst du dich heute einsetzen? 1 oder 4? Also müssen wir jetzt entscheiden, ne? Ja, ne? Langsam wird's Zeit, würde ich sagen. Okay. Boah, Bruder. Ich sag dir ehrlich, ist echt eine schwierige Entscheidung. Ja, ist wirklich schwer, wirklich. Und so oder so wirst du es bereuen. Das sag ich dir auch jetzt schon, wie es ist. Oh. 1. Hi. Was geht? Ich kenn dich doch. Ich dachte die ganze Zeit, ich kenn dich nicht. Hi. Na? Hi, wie geht's? Gut, und euch? Auch gut. Wirklich hübsch, ja. Danke. Habe ich dich mit einer Frau hier enttäuscht? So natürlich, so, weißt du? Dankeschön. Mag ich. Du bist auch hübsch. Danke. Spaß. Ja, ihr könnt Nummern gleich austauschen. Mach jetzt nicht diese. Soll ich euch noch kurz allein lassen? Wollt ihr noch reden? So, gleich.
Okay. Das ist noch kurz zu Ende drehen. Dann danke dir, Lin. Danke auch. Lin hat mich gefreut. Mich auch, danke. Hast du einen Song, sag mal, wo du feierst? Deinen Sieg feierst? Ein Song, wo ich meinen Sieg feier? Ja, irgendwie sowas. Ein Song für mich. Hast du einen? Boah, ja, sing einen Song für sie. Baby, I just don't get it. Do you enjoy being hurt? I know your smiles are perfect. The makeup on the shirt. Hello. Hi. Wie war dein Name nochmal? Jennifer. Jennifer. Ja. Du bist die Gewinnerin. Danke. Kommst du aus Bochum? Ich komme aus Bochum. Ich komme aus Herne. Ja, cool. In der Nähe. Yeah. Wie geht's? Gut, ja. Sehr gut. Und dir? Bist du happy? Ja. Ja? Ja. Bist du ein Typ? Ja. Echt? Ja, schon. Stehst du nicht auf Deutsche? Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen spezifischen Typ habe, aber er schon. Hast du gesehen, wie ich die Frage so ein bisschen angefressen gefragt habe? Ja, Mann. Du stehst nicht auf Deutsche? Nein, so ist nicht, aber er ist schon. Er strahlt so, er ist voll. Er strahlt eine positive Energie aus, ne? Genau, eine gute Aura, ja. Energy ist mich. Finde ich auch. Schön. Freut mich, dann habt ihr euch ja gefunden, ne? Ja. Hat doch gerade gut gevibed hier, habe ich von außen gesehen. Ja, ja, doch. Liebe Freunde, ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Checkt bitte die Beschreibung aus. Dort kommt ihr zu dem Podcast, dort kommt ihr zu allen Kandidaten. Falls ihr irgendjemand toll fandet, geht gerne auf den ihr Insta, schreibt denen ganz lieb. Hey, das hast du voll gut gemacht, war voll schön die Folge mit dir. Lasst liebe Kommentare da, supportet euch ein bisschen gegenseitig. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis dahin, macht's gut. Ciao. Ja, es ist zu spät, ja. Ich hab keinen Kopf für uns beide, zu viele Gefühle. Darum bin ich lieber allein. Sie redet von Liebe, dafür ist es viel zu spät. Viele Probleme, du weißt, wie die Story geht.